Sie sind die zwei letzten nördlichen Breitmaulnashörner auf diesem Planeten. Das Tragische, beide sind weiblich, beide sind unfruchtbar. Die Tierart steht damit kurz vor dem Aussterben. Doch in einer schwierigen Operation ist es Berliner Forschern nun erstmals gelungen, den Weibchen 10 Eizellen zu entnehmen. Diese Eizellen werden im Labor künstlich befruchtet mit Spermien von Bullen, die schon gestorben sind. Wenn uns es gelingt, daraus Embryonen zu erzeugen, dann hoffen wir, dass wir die Art doch vom Aussterben bewahren können. Die Art war ursprünglich in ganz Zentralafrika verbreitet. 1960 lebten hier noch 2000 Kolosse. Gejagt von Wilderern wegen ihres kostbaren Horns, schrumpfte ihre Population allerdings dramatisch. Jetzt sind es nur noch 2. Im vergangenen Jahr starb das letzte männliche Exemplar an Altersschwäche. Da half auch die strenge Bewachung der Ranger nichts oder die Suche nach einem Partner über die Dating-App Tinder. Nun sollen also durch moderne Technik Nachfahren erzeugt werden. Es ist ein bisschen wie in der Raketenwissenschaft. Es gibt kein Beispiel, dem wir folgen können, da wir die Ersten auf dem Gebiet sind. Doch jetzt sind wir zuversichtlich, dass wir eine sichere und sehr effektive Technik haben. Die Eizellen sind mittlerweile in einem Labor in Italien angekommen. Hier sollen sie künstlich befruchtet werden. Ein südliches Breitmaulnashorn könnte dann die Leihmutterschaft übernehmen und dabei helfen, dass ihre Kollegen aus dem Norden doch noch vor dem Aussterben gerettet werden.